Ja, und dort vom Batznauntal, dort von Ischgl komm ich her. Mein Vater, der war Bauer, aber ich bin Hotelier, weil ich fahr mit meinem Porsche mit einem 100er durchs Ortsgebiet. Ja, und Abschluss hab ich auch keinen, aber den brauch ich ja zum Geld verblassen. Ja, aussehen mit die Focken und stopf ein in Stall, die Gist. Kauf die Wurstplatten vom Lidl und sag, meine, so ist es best. Ich leg auf einen schlechten Schlager und nenn das Ganze Après-Ski. Es ist wurscht, wann das bergab geht, weil ich Vorstand von der Seilbahn bin. Aber es ist anders gekommen, gell? Leider, leider. Weil kein Mensch will mehr nach Ischgl und schon gar kein Après-Ski. Und die Umsätze von der Bergbahn, ja, die sind auch noch dahin. Und das alles noch wegen der Rassaufbar, die hat die ganzen Viren verstreut. Und wie kommt man auf den Namen, Kitzloch heißt bei uns das Weiberlein. Also sitzt man in der Gemeinde und überlegt die Strategie. Und auf einmal kommt's mal geschossen, wir machen Luxus-Après-Ski. Statt die Amigos gibt's jetzt Mozart und statt die Flügel an Cuvée. Ja, wie sich die Zeiten ändern, aber die Biefke halten wir immer noch am Schmäh. Weiß ich schon, wie sie kommen, Thorsten, Frauke und Chantal. Ich hoffe, dass sie nicht merken, dass die Schnecken aus dem Bach bezahlen. Ach, guck mal, Thorsten, Detlef, die haben ja Granda Wasser von der Quelle im Ort. Ja, wenn die Preisen wüssten, Granda Wasser ist sonst eine Sorge. Ja, wir wollen alle wieder nach Ischgl und vorbei die Einsamkeit. Ich leg auf einen roten Teppich und die Preisen haben wir frei. Oh, das sind noch alles Träume. Ja, Ischgl wird gewinnen zum Schluss. Und jetzt sitze ich auf der Piste und pfeif allein mein Ischgl.